Großen und Ganzen haben wir hier Kunst von mir selber und von meinen besten Freunden, die auch alle so mein Jahrgang sind, ein bisschen älter, ein bisschen jünger. Und zum Teil hängt hier auch meine Sammlung, also Bilder, die ich gesammelt habe, die ich selber mag. Und wir ziehen schon sehr gute Kunstinteressenten an, aus Deutschland, auch aus Russland, auch aus Italien, aus Amerika. Es sind jetzt nicht viele, aber so viele Kunstliebhaber gibt es ja auch nicht. Ja? Aber wir haben also schon regelmäßig Besuch hier. Und ich habe auch einen Touristen erlebt hier. Die Leute interessieren sich halt, was wird hier gemacht. Und wir sind natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der georgischen Kunst. Ja? Magst du uns deine Bilder zeigen? Damit also hier zum Beispiel ein Bild, was ich jetzt vor 6 Wochen gemalt habe. Oh, das ist ja noch ganz frisch. Ja, es wird halt immer reduzierter auch, und du siehst hier, das ist noch eine Silhouette von einem Mann. Dieses Thema, der Mann, vielleicht der Chefsuche, der mit den Pferden läuft und so in diesem Zwischenstadium ist zwischen alt und neu und zwischen Sowjetzeit und so. Also diese Umbruchsphase, die ich in den letzten 20 Jahren so erlebt habe und heute noch andauernd, die versuche ich zu bearbeiten. Mit diesen romantischen Elementen, die ich sehr mag. Also Cowboy, Indianer, Chefsur, Tadschike und so, solche Sachen, das sind so meine. Der Chefsur hat auch ein Käppi drauf. Das heißt, er ist moderner. Genau. Und das ist ein sehr, sehr kontraststarkes Bild. Ne? Einerseits dieser Turm, das ist ein alter chefsurischer Turm wahrscheinlich, und dann noch ein geleertes sowjetisches Gebäude wahrscheinlich, was kaum genutzt wird. Ja, du weißt ja. Und dann noch Pferde dazu. Nee, man hat doch dann zum Beispiel ganze Dörfer, hat man dazu überflutet, weil man dort eine Talsperre gebaut hat. Und dann hat man dann für ein so Dorf, hat man dann einen Neubaublock hingestellt. Zum Beispiel bei Jinwali. Bei Jinwali zum Beispiel. Im Staudamm. Also du kannst dir vorstellen, dass in diesem sowjetischen Block wohnt jetzt ein Dorf. Das ist ja interessant. Und das ist ja dein älteres Bild. Das ist auch noch nicht so alt, das ist vielleicht maximal ein Jahr alt. Das ist auch. Also das haben wir letztens gesehen, als wir. Ja, also der Junge mit dem Pferd. Und da drin habe ich noch so verschiedene Kryptowährungen verschlüsselt, weil ich mich also für Bitcoin interessiere. Und da habe ich mich da ein bisschen ausgetobt. Es hat ja was vom Street Art, wisst ihr? Ich arbeite ziemlich schnell mittlerweile, also ich versuche die Bilder an einem Tag oder maximal 2 Tagen zu malen. Wann hast du denn Zeit zum Malen? Also ich nehme jetzt dafür Zeit, ich habe also meine Arbeit gut verteilt auf meine Mitarbeiter, und ich arbeite gern morgens, wenn der Geist noch frisch ist, und dann hat man auch Mut, wenn man noch nicht so ganz wach ist, man macht Sachen, wo man sagt, die hätte man vielleicht mit ganz viel Überlegung nicht gemacht, man riskiert morgens mehr und macht auch mal, also so geht es mir, auch radikalere Entschlüsse. Und dann arbeite ich zum Beispiel dann um 1, arbeite ich wieder 2 Stunden und dann teile ich mir das selber ein. Dann mache ich was mit Photoshop, dann mache ich eine Animation. Also ich liebe diesen Lebensstil, der die Rhythmus durchbricht. Ja? Und ich bin auch manchmal bis abends um 23, 24 Uhr hier. Wenn ich Lust habe, schlafe ich hier auf der Couch. Ja? Also, Logistik. Ich versuche so frei wie möglich zu sein. Ja, das ist gut. So geht es mir auch. Das ist ja auch für mich sehr wichtig. So, wollen wir jetzt woanders noch gucken, in anderen Räumen? Du hast jetzt einen neuen Künstler hier, der, wie ich gehört habe, Dreamcard gewonnen hat. Ja. Magst du was darüber erzählen? Also der Otari. Künstlername Graf Otto von Rubin. Oh, hatte deutsche Vorfahren. Also sein Name ist Laliashvili, also Kind von dem Rubin übersetzt. Ja. Ah, Lalia, stimmt. Der war mein erster Freund in Georgien. Den habe ich nach 3 Wochen kennengelernt, weil ich wollte gerne einen Künstler kennenlernen. Und jemand meinte, ja, ich kenne einen Künstler, nehme ich mal mit. Und wir sind seitdem eng befreundet. Und er hat jetzt im Alter, also er ist jetzt so im fortgeschrittenen Alter, hat er einen Dream Card gewonnen und geht jetzt am 1. Juli nach New York. Und dann wollte ich doch nochmal eine Abschiedsausstellung machen für Otari in seinen Räumen, weil ich denke, er kommt wieder zurück in einem Jahr. Aber ich habe andere Freunde, die sagen, nee, der kommt nie wieder zurück, der wird dort in Amerika bleiben. Und du weißt, wer einmal da ist, das stimmt schon, ist unsicher, ob er wiederkommt. Im fortgeschrittenen Alter ist es schwer, an ein neues Land zu gehen. Das ist nicht einfach.
Also der wird ja der Anschluss nicht zugeordnet, wenn ich das schätze. Er hat hier, das sind alles neue Bilder zu einem kosmischen Thema, so etwas Ewiges, so etwas ein Licht und diese Farben und das hat so was Zeitloses. Ja, absolut. Und, absolut, ja. Da bin ich gespannt, wie diese Bilder aufgenommen werden. Und wer ist der nächste Künstler? Sagst du schon? Nächste Ausstellung? Wir planen dann noch eine Fotoausstellung von Nadja Rechwiaschwili, die für uns auch als Fotoguide arbeitet auf unseren Fotoreisen. Ja, dann wird sie ganz viel von Georgien haben wahrscheinlich. Das sind Selbstporträts in Schwarz-Weiß, ja. Und die Bilder sind jetzt zum Rahmen, die Fotos. Mhm. Die sind jetzt noch nicht zu sehen. Dann sehen wir die Ausstellung vielleicht im September. Ja, auf jeden Fall. Wenn wir die Kunstreise machen und all diese Teilnehmer werden natürlich hierher kommen. Ja. Okay. Dankeschön.